Bitte. Wir spielen wieder ein bisschen Among Us mit der Community. Ja, wird geil. Wird spaßig. Auf geht's. Komm für deine Schlussfolgerung. Alter. Die Sache ist, ich bin heute als Imposter irgendwie nicht Endlich richtig mal wieder dabei. Also. Imposter, Alter. Holy shit. Ach so, von Nein, Sherlock. Junge, die Musik ist so Legende. Ja, du kannst die Musik auch mal bitte wieder ausmachen, danke. ja. Lights sind halt immer noch aus. Holy shit, das ging ja mal Musik mega. ausmachen! Das ging ja mal mega schnell. Wer war das? Alter. Ganz einfach, ich sag einfach, es ist wieder Oni, weil ganz ehrlich, sein Play ist einfach Licht ausmachen und erst recht in der Jetzt bin ich so, aber ich bin mit Alina dahin gelaufen. Weil ich bin mit Alina dahin gelaufen gerade. Was, stopp, wo, stopp, darf ich ihn fragen, wo war die Leiche nochmal jetzt? Sorry. O2. Also ich weiß nur, oben hab also ich die Dinger abgeschossen, ich war erst in Cafeteria, bin dann rechts zu dem Schießding gegangen, zu Weapons. Also, und Alina, ich stand mit Alina da und Uni war am, ich glaube, am Download machen. Download, ja. Und ich bin mit Alina gerade Mann auf Frau quasi nach O2 gelaufen. Ich weiß nicht, Alina, hast du irgendwie Blutspritzen sehen? Nein, das Die ist. Ich Leiche war schon habe da. den Report gesehen, aber ich glaube, Uni ist von rechts gekommen halt, nicht von oben. Weil ich bin ja nicht allein so. Leute, ich hab eine ganz einfache Frage. Hat irgendwer von euch gerade einen roten Namen? Falls ja, kann er sich bitte melden. Warum? Ich nicht. Uni. Okay. Aber Einen roten Namen? um jetzt mal noch mal ein bisschen Uni, da warte, Uni, du zu. hast ja rechts, der war dann noch alles. Ich war gerade rechts, ich war gerade oben, ich wollte gerade die Meteore anfangen. Was habe ich denn zuvor gemacht? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich gerade die Meteore anfangen und dann wurde halt die Leiche schon reported. Also der Greenscreen wurde mir angezeigt und dann hieß es ja, okay, die Leiche wurde von Alina reported, deswegen. Also ohne dass es jetzt dumm klingt, ne? Aber das ist halt immer so ein Play, den halt Oni und Lukas immer machen mit den Lights aus. Wenn Ja. man jetzt schon mal ein bisschen länger spielt, Also. dann weiß man halt immer, dass sie diese Plays machen, Lights aus und dann irgendwo machen. Oder was Oni auch gerne macht, ist dieser Play, Oxygen hochladen oder einem Reaktor killen oder umgekehrt. Ja, Also aber das macht jeder. Ja, das ist aber so Standard-Plays, ne? Ich glaube irgendwie jetzt schon, dass es Oni und Käse sind. Einfach weil diese Spielweise viel zu aggressiv ist. Ja, Aber aber, naja. aber, Aber Leute, wir skippen übrigens, darf ne? ich Bitte. mal kurz Ich skippe ausreden hier? erstmal, aber Meine ich hab. Fresse. Ich bin mit Alina, Mann auf Frau, da runtergelaufen. Mann auf Frau! Mann auf Meine Fresse. Frau! Ja, aber wir waren wirklich aufeinander. FBI Wir waren open up. im Lichtfeld. Aber ihr hört ja wieder die. Deswegen hatte ich ja gefragt, ob man Blutspritzer gesehen hat. Okay. Also, ich bin mal endlich mal wieder im Poster, Alter. Boah, da muss ich mal. Ich muss mal gucken, dass ich Uni so ein bisschen die Leiche rüberschiebe, weil ich ihn halt raushaben will. Nein, 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 nein. Macht's bloß nicht. Macht es bloß nicht. Holy shit. Holy shit, mach es bloß nicht, Alter. Mach es bloß nicht. Bitte nicht, nicht bei mir. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Holy shit. Lass den Blödsinn. Gucci ist da. Electrical. Boah, ich muss mal so ein bisschen O2 hochjagen. Ich muss jetzt mal ein paar Kills machen, ich muss aggressiv spielen. Oh mein Gott, als ob die Runde jetzt schon endet, never. Also ich wollte gerade sagen, holy shit, das wäre es gewesen. Okay, wie steht's denn jetzt fest? Und jetzt will ich hier rein. Okay. Lower Engine. Zwei Leute tot? Zwei, okay. Zwei. Stopp.
Stopp, ich hab mir gerade gedacht, wenn zwei Leute tot sind, so, dann muss es safe Oni sein, weil Oni extrem aggressiv spielt und Käse ebenfalls extrem aggressiv spielt. Was? Beide spielen extrem aggressiv und wenn zwei Leute tot sind, dürfen wir jetzt erstmal wissen, wo liegt die Leiche? Okay. Danke. Lower Engine, ich möchte was sagen. Ja. Ich war Electrical, die Tür war zu und Hanno, bei dir war die Tür doch in Search auch zu, oder? Ja. Ich war mit Tim da und ich wollte jetzt eigentlich gerade zu den Camps laufen, weil ich in Camps ein bisschen schauen wollte, ein bisschen scouten. Und Tim war mit mir in Storage, wir waren eingesperrt und wollten dann halt weiterlaufen zumindest. Also, ja, und du bist. Alina kam entgegen. Achso, Alina kam dir entgegen. Ja, also ich bin zur Tür gelaufen und Alina. Also Tim kann es nicht sein, Kochi kann es nicht sein, weil die mit mir gelaufen sind. Also, wo war Chili? Darf ich ganz kurz mal sprechen? Ja, lass Uni eben. Wo warst du, Uni? Ich war mit Jolie oben O2, hab das gefixt und war jetzt gerade über Mad Bay, die Tür war geschlossen, wollte da rein und meine Samples anmachen. Ich kann nur Alina sein. Mhm. Also, ich hab im Atmen unten rumgelaufen. Ich weiß, also, wo ist die andere Leiche? Ja, ich gehe davon aus, dass dadurch, dass Mad Bay dicht ist, dass da die Leiche ist. Hä, woher weißt du, dass Mad Bay dicht war? Sorry. Weil ich da vor der Tür stand. Okay. Und wollte da rein. Sorry. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie. Also, Tim ist für mich safe nicht. Und Kochi halt auch nicht. Ich hab ganz stark Oni und Käse im Verdacht. Weil das Ding ist, diese Spielweise, die ist so aggressiv. Alina, traue ich das nicht zu, genauso wie Julie. Tim, das ist alles schon wieder Bauchgefühl bei dir. Sag mal. Nein. Können wir, Leute, fünf Sekunden noch, bitte. Du hast schon wieder deine ganzen wirren Gedanken mit deinem Bauchgefühl. Ja, bestimmt. Sag mal. Denkst du auch mal vernünftig? Das wird halt. Zwei Leute sind gerade mega sus bei mir. Wenn ich sterbe, ist es Salina. Wer ist es? Ich will zu den Camps jetzt. Holy shit, ich will ein bisschen scouten, Alter. Upper Engines mal dicht machen. Cafeteria dicht machen. Storage dicht machen. Und dann chill ich mal so kurz in den Camps. Lower Engines dicht, Mad Bay dicht. Kamera an, Käse rennt mit rein bei Storage, okay. Uni kommt bei mir mit rein, alles klar. Uni rennt wieder raus. Julie rennt raus. Alina rennt hoch. Kann man machen. Ich muss auf jeden Fall einen Kill machen. Okay, Cooldown ist jetzt wieder ready. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ist hier bei den Lights jemand eigentlich? Es wäre mega dumm, jetzt hier Jolie zu killen, weil die mich halt gesehen haben. Das wäre mega dumm. Ich renne halt ganz rüber. Ich hoffe, Käse macht jetzt irgendwie noch. Oh Leute, wir müssen uns mega beeilen. Holy shit. Wenn wir jetzt die Imposter-Runde gewinnen wollen, muss ein Kill kommen. Holy shit, wir hatten hier gefixt in der Stelle. Holy shit, Alter. Okay, Julie war das? Nee. Warte mal, hä? Okay, Mad Bay sind zwei, Cafeteria einer, Security One. Ich muss jetzt auf dem Weg in Mad Bay einen killen. Oh lol. Uni ist tot. Ich hab's auch gerade gedacht. Ich war beim Admin. Scheiße. Wo lag die Leiche? Okay, also die Leiche, die war total versteckt. Die war in, wie heißt der Raum? Mad Bay. So, aber da habe ich zwei Leute gesehen, um ehrlich zu sein. Stopp, Käse. Dann hab ich, aber dann ist mir das hier im Vorfeld nicht aufgefallen. Das Ding ist nämlich, ich war zuvor schon mal in Mad Bay. Und ich hatte gerade die ganze Zeit Uni und Käse verdächtigt, so, weil diese Spielweise viel zu aggressiv ist. So. Und hab dann überlegt, okay, dann muss es eigentlich Uni und dann muss es Käse sein. So, und bin dann in Mad Bay, hab die, diese Reagenz-Käse-Task gemacht, hab unten drauf gedrückt, hab mich schon gedacht,
Höhlkäse ist es nicht. Käse hätte mich jetzt eigentlich killen können. Bin gerade wieder nach Medbay rein, sehe den Report-Button aufblinken, denke, hä? Wo ist denn hier eine Leiche? Reporte und anscheinend ist sie unterm Bett. Käse war mit mir dort im Medbay. Und das war, bevor ich diese Kartentask aktiviert habe. Ich bin dann aus Medbay. Entschuldigung, also ohne dass ich jetzt störe, aber könntest du ein bisschen schneller reden, weil wir, ich will noch eben wissen, wo Alina war und halt Coachy, weil das gerade für mich mega komisch ist, wenn zwar keine Ahnung. Redet. Käse, wo warst du? Wo warst du? Also ich war hier noch Camps. Gucken, was da so vor sich geht. Okay. Und Alina? Ich war auch in den Camps drin, ich weiß nicht, wo du warst. Also ich war beim Admin-Pin, hat er da zwei Leute gesehen. Aber irgendwie bleibt für mich Alina auch noch irgendwie, keine Ahnung. Alina hat auch kein Alibi, aber Käse, sie sagt, sie hat Käse nicht gesehen. Käse hat aber Alina gesehen, ist auch wieder dumm. Was ist mit Coachy? Und die hab ich eben kurz gesehen, wir waren auch zusammen kurz in Admin eingeschlossen. Aber wir müssen eigentlich voten. Ja. Wir müssen voten. Wo Oxygen an wir müssen voten, wir müssen voten. Votet. Ja, eher auf Bauchgefühl, Leute. Übrigens denke ich jetzt übrigens, dass es Käse und Hanno sind, weil Hanno auch sehr gerne eine aggressive Spielweise fährt. Hä? Bullshit. By the way, nur mal so eine Frage. Wer ist hier gerade ein Pantymaus oder ein Zorak und imitiert Oni? Okay, Käse haben sie halt gut rausgevotet. Krass. Okay, das heißt, ich muss jetzt meine letzten Tasks hier vernünftig spielen und meine letzten Kills machen. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich richtig, richtig blöd. Boah, ich muss eigentlich O2 hochjagen, glaube ich. Und ja, das ist der beste Play, O2 hochjagen und dann runden wegrennen. Ich muss es eigentlich machen. Der Weg ist nämlich jetzt sehr weit. Ich renne gleich durch. Und dann mache ich da den Kill einfach. Ja, GG. Jo, kommt her. Come to me. Come to me. GG. GG! GG!